Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir beginnen mal auf der Karte, denn wie ihr seht, wir sind gleich beim Außenposten. Die tosende Wut der See. Hier geht schon ziemlich die Post ab. Also, naja, eigentlich noch nicht. Aber naja, alles in den Stellungen. Bereit für den Flotte der Brüder, großen versammelt und bereit. Sturm. Ja, okay, die Flotte der Brüder, das ist, als würde ich alleine kämpfen. Wir kennen's, die eierlosen Bastarde. Das habt ihr nicht gehört. Wartet, was? Muss ich hier hoch? Ach. Ja gut, dann machen wir. Wartet, habe ich? Nee, ich habe. Gut. Ich habe unterwegs, habe ich noch so einen Fischer getroffen, der sagt, er sei aus Ragnars, also aus Ragnar Lodbrocks Truppe. Und der wolle sterben, wie es halt ein Endlich Krieger. kommt mein Langschiff wieder zum Einsatz. Es schmerzte mich anzusehen, wie es Staub Könntest ansetzte, du kurz als die ich mich mit diesem Fresser? Schiff Danke. wieder Er sagte zu mir, er wolle sterben wie ein hochschwang. richtiger Krieger. Ich soll seinem Alles Sohn verwenden. zeigen, wie das geht. Er hat mir den Arsch aufgerissen. Er hat mich wirklich ein Treffer. Wenn er einen Treffer gelandet hat, war ich tot. Ich hatte keine Chance. Brief eines sächsischen Soldaten, Schwester! Ich weiß, du bist mir böse, weil ich in den Krieg zog und alles andere dir überließ. Doch Vater ist tot und unsere Brüder auch. Wer bleibt sonst, um unseren Hof zu verteidigen? Ich werde vor der Ernte zurückkehren. Das schwöre ich bei allen Heiligen. Und vergiss nicht, Skiffer zu melken und Ella zu scheren. Okay, ich hoffe, sie vergisst es nicht. Ich werde sie dran erinnern. Hier habt's noch einen Brief, den lesen wir natürlich auf. Brief eines dänischen Seemanns. Inga. Obwohl das große Meer uns trennt, fliegt mein Geist selbst am Vorabend der Schlacht zu dir. Um mich herum schlagen sich meine Mitdänen auf die Brust, bereit vom roten Kriegswein zu kosten. Es war nie mein Wunsch, in der Schlacht zu fallen oder von dir getrennt zu sein. Aber ich kann unsere Kleinen nicht hungern lassen. Sollte ich fallen, so hat Thorfast mir geschworen, diesen Brief um meinen Anteil der Beute über die Walstraße zu dir zu bringen, Skorri. Ja, Skorri, ich hoffe für dich, dass dein Kumpel sein Wort hält. Okay. Bist du bereit, Finn? Eivor, Männer aus ganz East England strömen herbei und unsere Schiffe Super. sind bereit. Theodfords Greve ist mit uns. Seine Leute werden bald hier sein. Mehr als seine. Das Horn aus Koningsrast hat Männer aus dem ganzen Reich angelockt. Wir bekommen das Heer, das wir brauchen. Klasse. Anscheinend hat Oswald schließlich doch bekommen, was er wollte. Sachsen und Dänen vereint für dieselbe Sache. Eine Schande, dass er es nicht mehr sehen kann. Du sagst es. Die Streitmacht ist bald bereit. Bist du bereit für den Angriff? Immer. Ich bin bereit. Das bin ich. Castel Buch ist unser Ziel. Man sagt, es wäre uneinnehmbar. Gut. Sollen die sich in falscher Sicherheit wiegen? Im Schutz der Nacht wird Valdis die Fürth zum Haupttor führen. Sobald Rüds Männer abgelenkt sind, greifen die anderen vom Wasser aus das Seetor in ihrem Rücken an. Und sobald wir drin sind, lassen wir kein Tor verschlossen. Rüds Männer dürfen sich nicht verschanzen. Dein Ja. Langschiff, ist es bereit? Es wartet auf seinen besonderen Ruhm. Kamikaze-Langschiff. Lauschet! Oder Sie lauscht nicht? brauchen ein Wort von dir. Ah, dachte ich's mir. Sprich, mein Lieber. Lange habt ihr in Angst gelebt. Man hat euch eure Häuser genommen und eure Felder verbrannt. Nun ist eure Stunde gekommen. Kämpft, um diesen Schmerz zu besiegen. Kämpft, um euch von der Angst zu befreien. Freiheit! Heute ist der große Tag. Heute befreien wir East Engler von Rüds Clan. Ein für alle Mal. Au! Ich will da etwas mehr Einsatz, meine Lieben. War das gut? Das war gut. Danke, Finn. Wenn es doch nur so einfach wäre, meine Lieben. Kann ich die Rüstung, die da steht, kann ich die mitnehmen? Ich verkaufe sie. Ich brauche es selber.
Vorbereitung in vollem Gange. Hätte es da noch was Tolles gegeben? Hätte ich mich noch umsehen sollen? Ach, wahrscheinlich. Ich bin bereit, in die Schlacht zu ziehen. Rüdsmänner auszurotten, im Kamikaze-Boot direkt in die Brandung zu fahren. Erinnerst du dich an meinen Traum? Du segeltest durch Helheim auf einem brennenden Schiff. Jetzt könnte er wahr werden. Träume, Leben, vielleicht sind sie ja ein und dasselbe. Okay, wir halten Kurs. Einfach gerade drauf zusteuern, direkt in Thors Blitze rein. Männer, macht euch bereit für die Schlacht. Die Götter sind auf unserer Seite. Das flammende Seos gegen einen Wald aus Speer. Der Beschützer in der Brandung brennt, um meinen Ruhm zu ehren. Denkt an diesen Tag, Männer. An diesen Tag, wo wir Rüds Truppen ausrotten. Macht euch bereit. Die Scheißkerle werden uns kommen sehen. Fühlt den Regen auf euren Gesichtern. Es könnte das letzte Mal sein, bevor ihr mit den Göttern in Valhalla speist. Das wäre jetzt dein Einsatz, Eivor. Wir wurden entdeckt. Ruhe! Kurs halten! Seid bereit, in Deckung zu gehen, Männer. Wir bringen Helheim zu unseren Feinden. Wie schön! Sie senden uns ein paar fliegende Geschenke. Ja, sie... Wow. Okay, okay, okay. Und wieder Schild hoch. Okay, Leute, macht euch bereit. Einschlag. Und wieder runter. Genau. Ja, das war es. Und hoch. Und weiter. Weiter, weiter, weiter. Bereit zum Aufprall. Festhalten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, okay. Und rein. Boom. Hier kommt der Boom. Direkt durch, Männer. Rein in die Schlacht. Valhalla wartet. Let's go. Mach die Ramme bereit. Wir müssen dieses Tor öffnen. Ich darf doch bitten. Könntet ihr da mal aufräumen? Warum muss ich das immer wieder machen? Angreifen. Kommt schon. Wartet, ich räume hier mal kurz auf. Genau so. Ah, jetzt habe ich dich. Könntest du aufhören? Was bist du für ein Sack? Ihr dummen Säcke. Kann ich das nicht runterwerfen? Danke. Geht's? Willst du? Ach, muss ich wieder. Okay, zurück. Und angreifen. Sehr gut. Und weiter. Ja, ihr macht das schon. Ja, immer. Ah, du Sack. Warum kann ich nicht mehr abwehren? Was ist denn das? Dankeschön. Oh, gute Nacht.
Der kam von hinten? Das war nicht nett, mein Lieber. Wartet. Komm schon. Ah, shit. Ah, fuck. Könntet ihr aufhören? Oh! Wow! Ich hab keine Zeit für euch. Ey. Danke. Okay. Ich erwisch ihn nicht. Bleib liegen. Gibt's hier noch was? Nee, komm. Okay, ich helfe euch. Ah, sorry, Finn. Okay, und angreifen. Okay, zurück. Und angreifen. Zurück. Und angreifen. Kommt schon. Das muss schneller gehen, Männer. Und angreifen. Yes. Bring die Ramme zum Tor und schlag zu. Yes. Ich bring dahinter von ab. Wo bist du? Wow, du bist schnell. Was machst du? Speedy Gonzales. Ich hab abgewehrt. Guten Flug. Was? Wow. Ha! Da fliegt er. Der gute Mann. Wartet, was war hier? Habe ich den erwischt? Ich würde sagen, ja. Oh, shit. Genau. Genau so, Männer. Ja. Okay, zurück. Zurück, zurück, zurück. Und angreifen. Okay, und zurück. Und angreifen. Yes! Okay, kommt schon. Das Tor lässt, gibt langsam nach. Und angreifen. Yes! Sauber, Männer. Rein. Ins Getümmel. Sehr gut. Zuschlagen. Es riecht nach Sieg. Vielleicht sind es auch einfach Eingeweide. Oh, Oswald. Oh, Rüd lebt auch. Okay, Rüd, du gegen mich. Sorgt euch nicht um mich. Du musst... Schweig, du Narr. So weit ist es also gekommen, Wolfsmal? Zwei Dänen kämpfen um einen dreckigen sächsischen Hurensohn? Amen, mein Lieber. Wenn du dieses Schwein willst, dann komm und hol es dir. Ja, komm, du gegen mich, mein Lieber. Versteckst du dich hinter deinen Männern? Ja, also du nicht. Oh. Gute Nacht. Oh, weich doch aus. Sehr gut. Weich. Oh. Sehr schön. Gleich nochmal. Sehr schön. Au, au. Das darf doch nicht wahr sein.
Sehr schön. Sorry, was war das? Ich hab dich nicht verstanden, mein Lieber. Ich hab dich nicht verstanden. Sehr schön. Hier liegt nochmal was. Ich werfe einfach alles. Wer gehört wem? Ist das so? Oh! Nein, du hast meinen Kumpel Oh, das war knapp hier. Von hinten. Der Trauerbringer. Was überlebe ich nicht, mein Lieber? Du kriegst ganz schön auf die Presse. Oh! Ja, das gibt Kopfschmerzen, werde ich mal meinen. Das gibt Kopfschmerzen. Was ist fast geschafft? Bleib liegen. Ich hätte gar nicht alle gegen alle kämpfen müssen, richtig? Au, du Sack, du Kleiner. Du Dummer. Ja gut, Leute, ihr habt das jetzt im Griff, oder? Ich gehe dann mal weiter. Aufzug benutzen. Genau. Sorry, Leute, aber ich wollte noch ein bisschen. Ich wollte ein bisschen aufräumen. Ja, aber nee, nicht durch die Flammen. Okay, gut. Ja, komm, geh hoch. Ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Wahrscheinlich nicht. Das Volk von East Engler hat gesprochen, Rüd. Ja. Ja. Gute Nacht. Hier, Hündchen. Komm her, Hündchen. Wo bist du? Dein Herrchen ist schon Geschichte. Komm her. Oh, okay, du bist gut. Du warst gut. Oh! Ich dachte, du seist schon Geschichte. Sorry. Na, du bist doch ein Sack. Könntest du aufhören? Du bist schnell. Aber nicht schnell genug. Tja, Rüd. So kann's gehen. Das ist der Assassinenbonus, mein Lieber. Danke. Du verbindest dich mit diesen Nichtsnutzen, diesen verweichlichten Schweinen? Wofür? Geld. Für ein bisschen Land und ein Friedensversprechen? Eivor, nein! Er wird vor Gott gerichtet, von einer ordentlichen Versammlung. Na, hör doch auf. Meine Herrschaft wird nicht mit unnötigem Blutvergießen beginnen. Okay, deine Entscheidung, kleiner König. Wie ein schenkisches Weib. Er muss sterben für das Unheil, das er angerichtet hat. Die Gesetze sind eindeutig. Dies sind Oswalds Lande. Wie er herrscht, ist seine Entscheidung. Beugt Eivor das Haupt vor Königen? Dem König zu trotzen würde ihn beschämen. East Engler kommt nur auf die Beine, ist seine Ehre unversehrt. Und was ist mit deiner Ehre? Wie viel bist du gewillt zu verlieren? Na, hör doch auf. Hör doch auf. Es gibt hier größere Dinge, Odin. Aber ich will ihn schon töten. Er geht mir schon ziemlich auf den Sack. Aber nee, komm. Der rechtmäßige König von East Engler hat heute dein Leben verschont. Und so soll es sein. Reg dich nämlich mehr auf, mein Lieber. Du sollst als alter Mann sterben. Mitgefühl ist eine Tugend, die jeden ziert, Eivor. Sogar dich. Ich danke dir. Ah, gewöhn's dir nicht an. Ich hätte ihn getötet. Ich hätte ihn getötet. Kastelborg. Gibt's hier Schätze? Ich sollte mit Oswald sprechen und sehen, wie es ihm geht. Oswaldo, mein Lieber. Ja, ich will mit Finn reden. Jetzt, dem soll's doch jetzt eigentlich richtig, richtig gut gehen, oder nicht? Ja, du hast sie hier vereint, mein Lieber. Und
Schwarzwald lebt noch. Heiden und Sachsen vereint. Was meinst du? Danke, dass du an mich geglaubt hast, Eivor. Ich kenne den Wert einer solchen Geste. Nachher? All das ist wie ein Traum. Silber macht ihn Realität, mein Lieber. Gut gekämpft, sehr gut, ihr beide. Du bist auch hier, alter Freund? Hätte ich gewusst, dass du noch lebst, wäre ich in Norwegen geblieben. Gut gesprochen. Eine glückliche Fügung und ein ruhmreicher Sieg. Und bald wird noch Großartigeres geschehen. Unsere Hochzeit, meine Liebe. Wenn du mich noch willst, natürlich. Wieso sollte ich dich nicht wollen? Ich kämpfte schlecht. Ich schmolz unter der Hitze und Wut dieses Rohlings. Und niemals... Oswald, halt ein. Du hast gekämpft. Mit Herz und mit Seele. Das ist alles, was du je tun musst. Du gesprochen, Waldis. Dann komm. Wir haben viel vorzubereiten. Eine Braut und ein Königreich erwarten ihn. Was würden einige Männer nicht dafür geben? Zahllose Männer sind dafür gestorben. Und du, Finn? Bist du eifersüchtig? Kaum. Mein Herz brennt, aber mein Körper schmerzt. Ich sehne mich nur nach einem langen Nickerchen. Da hinten sah ich einen Heuhaufen. Später, Eivor. Erst kümmere ich mich um die Verwundeten. Dann sehen wir uns bei der Hochzeit. Ja, das werden wir. Oh, eine Hochzeit. Ich sollte zurück nach Elmenham. Oswalds Hochzeit wird bald beginnen. Die wollen auch keine Zeit verlieren. Von Rüds Clan bleibt nur die Asche. Das ist super. Das ist echt supi. Ich sehe mich hier noch kurz um, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir zur Hochzeit gehen. Ja, ich würde sagen, das war doch erfolgreich. Wir haben hier Ossi wieder befreit. Rüd gerichtet für seine Taten. Also ja, naja. Nicht so, wie wir es gern gemacht hätten. Aber ihr habt das Prinzip verstanden. Ich meine, letzten Endes natürlich hätten wir dem Wikinger-Kodex nachgehen können. Aber hey, wir streben hier Größeres an. Wenn Odin das nicht sieht, tja, dann ist es eben sein Fehler. Auch er wird es noch lernen. Wie auch immer, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich darf euch auch im nächsten Part wieder begrüßen. Wenn die Hochzeitsglocken läuten. Bis dahin und tschüss.